übergebe sehr gerne das Wort an Sie. Ganz viel Spaß. Dankeschön, herzlichen Dank für die nette Einführung. Ja, also wir vom Forschungs- und Innovationslabor Digitale Lehre veröffentlichen regelmäßig Studien und wir haben jetzt die neue Studie Einsatz, Nutzen und Grenzen von ChatGPT und anderen Large Language Modellen an bayerischen HAWs gerade frisch veröffentlicht und passend zu dem heutigen Innovationsforum und hier beim University Future Festival möchten wir die Studierendenperspektive ganz besonders herausheben. Ja, und deswegen haben wir eben auch den Titel für jetzt diesen Vortrag gewählt, ChatGPT im Studium, Fluch oder Segen für Studierende. Ich bin stellvertretend dafür das gesamte Autorinnen- und Autorenteam von der Hochschule München. Und was erwartet Sie jetzt? Ja, es geht los mit einer Ausgangslage. Wir starten im Hier und Jetzt. Dann stelle ich Ihnen Ziel und Fragestellung vor, die Methode unserer Studie. Und dann, wie gerade schon gesagt, gehe ich ganz speziell auf die Ergebnisse aus Studierendenperspektive ein. Und dann werfe ich noch einen Blick auf die Implikationen für die Hochschullehre der Zukunft und auch Positionen für die Hochschullehre der Zukunft. Ja, ich denke, Sie alle werden es momentan auch so wahrnehmen, dass die Auseinandersetzung mit ChatGPT und generativer KI ganz im Allgemeinen uns auch wieder sehr zu der Grundsatzfrage einlädt, ja, welche Kompetenzen benötigen Absolventinnen und Absolventen? Und wenn wir so auf den Diskurs schauen, der seit der Veröffentlichung von ChatGPT in Gang gekommen ist, da ist doch sehr deutlich wahrnehmbar. Einerseits kann man ganz viele Stimmen wahrnehmen, die eben von Chancen sprechen und von Möglichkeiten, neuen Möglichkeiten für Kompetenzaufbau. Genauso hören wir auch Stimmen, die Risiken nicht aus den Augen zu lassen und möglicherweise es ist auch eine Gefahr, dass Kompetenzverlust auch droht. Da möchte ich verweisen zum Beispiel auf das HFD-Diskussionspapier 25 und da plädiert Gabi Reinmann dafür, ja eben auch Kompetenzen, die gegebenenfalls verloren gehen könnten, wenn Tätigkeiten nicht mehr regelmäßig oder gar nicht mehr eingeübt werden, weil sie von KI übernommen werden, in dem bereits laufenden didaktischen Diskurs zu generativer KI im Hochschulkontext ergänzend aufzunehmen. Ja, in unserer Studie haben wir auch mit einbezogen, zum Beispiel ja, so im aktuellen Diskurs die Position des Hochschullehrerverbundes. Und der hat in seinem Positionspapier generative KI in Lehre, Forschung und Transfer Perspektiven für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften. Da zitiere ich, die Einführung von Systemen wie ChatGPT führe bereits spürbar zu Veränderungen in der Art und Weise, in der Studierende sich Wissen erschließen. Und der Hochschullehrerverbund sieht es als unerlässlich an, sowohl die vermittelten Kompetenzen als auch die Lehr- und Prüfungsformate zu überdenken und neu zu gestalten. Und ja, ich nehme oder ich frage mal, wer hier im Raum ist in der Lehre tätig. Und wer von Ihnen fragt sich, wie viele Studierende nutzen denn eigentlich ChatGPT? Also für wen ist es eine Blackbox? So, also noch. Oder sind Sie so nah dran, dass Sie vielleicht auch von den Studierenden sehr deutlich mitbekommen, wie stark eigentlich der Einsatz schon ist? Nichtsdestotrotz wollten wir auf jeden Fall jetzt mal auf Datenbasis, einfach wirklich auf Basis einer Online-Befragung herausfinden, wie es eigentlich so ist. Weil ja manchmal trügt ja vielleicht auch ein bisschen so die allgemeine Diskussion. Also ich nehme es bei uns in der Hochschule eigentlich schon sehr deutlich so wahr, dass so die Annahme ist, dass Studierende es eigentlich schon sehr stark einsetzen und vielleicht sogar ja, die eigentlichen Profis schon sind. Ob wir das so an den Daten auch ablesen können, das
werde ich Ihnen zeigen. Ja, wir haben 1177 Studierende an 14 bayerischen Hochschulen für angewandte Wissenschaften mittels Online-Befragung erreicht. Und insgesamt in der Studie haben wir die Fragestellung, wie häufig wird ChatGPT von den Akteurinnen und Akteuren an bayerischen HAWs genutzt? Welche Rahmenbedingungen schränken die Nutzungshäufigkeit von ChatGPT an bayerischen HAWs ein? Welche Einsatzszenarien für ChatGPT gibt es an bayerischen HAWs und wie wird der Nutzen von den Akteurinnen und Akteuren eingeschätzt? Welche Probleme und Grenzen von ChatGPT werden von den Akteurinnen und Akteuren an bayerischen HAWs wahrgenommen? Mit welchen Maßnahmen können die Probleme und Grenzen von ChatGPT aus Sicht der Akteurinnen und Akteure an der zukünftigen Lehre an bayerischen HAWs reduziert bzw. vermieden werden? Was wird sich aus Sicht der Akteurinnen und Akteurinnen der Lehre an bayerischen HAWs angesichts der Existenz von ChatGPT und anderen LLMs in Zukunft zum Positiven und zum Negativen ändern? Ja, und jetzt im Folgenden werde ich darauf eingehen, was jetzt unsere Daten zum Thema Einsatzhäufigkeit von ChatGPT zeigen, Nutzungshäufigkeit, einschränkende Rahmenbedingungen, Einsatzszenarien von ChatGPT und ihr Nutzen, Probleme und Grenzen von ChatGPT. Sie sehen, wir haben hier die Zuordnung zu unserem Vortragstitel auch farblich hinterlegt und Maßnahmen zur Reduktion und Vermeidung der Probleme und Grenzen von ChatGPT und zukünftige positive Änderungen und negative Änderungen. Nochmal kurz zur Methodik. Also insgesamt in der Studie haben wir 274 Lehrende haben teilgenommen, 1177 Studierende und 98 Funktionsträgerinnen und Funktionsträger. Die Befragung lief letztes Jahr von Mitte Oktober bis Ende November. Der Fragebogen enthielt überwiegend quantitative Items und die qualitativen Items wurden mittels inhaltlich strukturierend qualitativer Inhaltsanalyse ausgewertet. Flankierend dazu haben wir leitfadengestützte Interviews durchgeführt mit 27 Personen. Das war dann im Zeitraum Ende November 2023 bis Mitte Januar dieses Jahres. Und daraus haben wir ergänzende Informationen extrahiert. So, und ja, jetzt eben zu der Frage, wie häufig haben die Teilnehmer geantwortet, dass sie die ChatGPT-Basisversion im Studium nutzen. Und da sehen wir, dass von je 25% der Teilnehmenden die ChatGPT-Basisversion selten, gelegentlich oder häufig nutzen. Die ChatGPT-Plus-Version gaben die Teilnehmenden an, dass sie mehrheitlich nicht eingesetzt wird. Das waren also von 1176 Studierenden, dass 85% angegeben haben, dass sie nie die ChatGPT-Plus-Version im Studium nutzen. Dann haben wir danach gefragt, was die Gründe für keine oder seltene Nutzung sind. Und da gab es eben die Angabe, dass die Teilnehmenden keine sinnvollen Einsatzmöglichkeiten im Studium erkennen, vor allem bei der ChatGPT-Basisversion. Finanzielle Aspekte, vor allem bei der ChatGPT-Plus-Version, Bedenken bezüglich der Ergebnisqualität, Mangel an Erfahrung, Interesse und Bedarf, auch eine Präferenz für eigene Leistungen und Bedenken bezüglich ethischer, rechtlicher Aspekte, Datenschutz und auch die Nutzung der anderen, jeweils anderen ChatGPT-Version oder alternativer Tools. Ja, dann haben wir uns angeschaut, was aber wiederum Einsatzszenarien der ChatGPT-Basisversion sind und welche für die Teilnehmer einen durchschnittlich hohen Nutzen haben. Und da sehen wir, dass die Teilnehmer im Zusammenfassen von Texten, in der Verbesserung von Texten, in der Erklärung von Konzepten, Theorien, Begriffen, Erklärung von Softwarecode in natürlicher Sprache,
eben durchschnittlich einen hohen Nutzen sehen. Dann kommen wir zu den Problemen und Grenzen, die die Teilnehmenden erkennen. Und auch hier haben wir wieder die mittlere Zustimmung abgebildet. Und da haben wir nochmal den Aspekt, dass eben die lizenzierte Version aus Sicht der Studierenden zu viele Kosten verursacht. Dann haben wir uns auch angeschaut, wie die mittlere Zustimmung der Studierenden zu Maßnahmen sind, um Probleme und Grenzen von ChatGPT zu reduzieren oder zu vermeiden. Und da haben wir eben nach der Zustimmung oder Nichtzustimmung gefragt, wie es denn ausschaut, wäre das Verbot der Nutzung von ChatGPT an Hochschulen eine Möglichkeit zur Reduktion, Vermeidung. Und das hat eben die niedrigste, mittlere Zustimmung erhalten, wohingegen aber die vermehrte Leistung von Aufklärungsarbeit zu den Grenzen von ChatGPT bei Studierenden deutlich höchste mittlere Zustimmung hat. Und das zieht sich im Übrigen auch durch die gesamte Studie, also alle befragten Gruppen, sowohl Lehrende als auch Funktionsträgerinnen und Studierende, sehen eben genau hier in dieser vermehrten Aufklärungsarbeit den Schlüssel zur Reduktion, Vermeidung von den Problemen und Grenzen von ChatGPT. Es gab eben auch im Fragebogen offene Items bzw. offene Antwortmöglichkeiten. Und daraus haben wir 25 positive Änderungen aus den offenen Antworten extrahiert. Und da sehen die Studierenden als zukünftige positive Änderung Zeitersparnis und Effizienzsteigerung, Förderung von kritischem Denken, Förderung der Eigenverantwortung, Unterstützung bei der Ideenfindung und Kreativität, Zugänglichkeit und Inklusion im Bildungsbereich und erhöhte Interaktivität und Engagement im Lernprozess, Anpassung von Lehrplänen und Lernmaterialien, Verbesserung von Prüfungsformaten und Bewertungsmethoden und Einsatz als Hilfsmittel in der Lehre. Ja, und dann auch noch die Vereinfachung administrativer und organisatorischer Prozesse. Dann haben wir darum auch noch gefragt, werden negative Änderungen angenommen? Auch da haben wir 25 extrahiert. Da sehen dann wiederum Teilnehmende auch verminderte Kreativität und Eigenleistung, Gleichgültigkeit und mangelnde Motivation bei Studierenden, Veränderung des Lernprozesses, Verlust des Grundlagenwissens, Verringerung der wissenschaftlichen Qualität, Gefahr inhaltlicher Ungenauigkeit, Abhängigkeit von KI-Technologien, Abnahme der zwischenmenschlichen Interaktion, Gleichberechtigungs- und Zugangsfragen und generelle Skepsis und Widerstand gegenüber neuen Technologien. Ja, komme ich zu der Eingangsfrage: ChatGPT im Studium Fluch oder Segen für Studierende? Ich glaube, es überrascht nicht, dass wir jetzt einen sowohl als auch hierher setzen. Weil die Studierenden sehen Risiken und diese werden auch als Gründe für selten oder keine Nutzung von ChatGPT genannt. Und das muss ich sagen, war jetzt mal aus meiner persönlichen Sicht doch ein Ergebnis. Also so im Hochschulalltag nehme ich es doch eher so wahr, dass Lehrende so die Vermutung geäußert haben, dass Studierende es vielleicht zu unkritisch nutzen. Aber das würde ich jetzt mal so nicht als pauschalen Eindruck stehen lassen. Und auf jeden Fall sehen die Studierenden eben aber natürlich auch die Chancen für die Lehre und nützliche Einsatzmöglichkeiten im Studium.
ja, wir haben auch in der Ankündigung zu diesem Vortrag die Frage aufgeworfen, inwiefern hat ein prognostizierter Wandel der Hochschulbildung aufgrund der KI-Fortschritte bereits an den HAWs eingesetzt. Und also rein auf den Daten jetzt, die ich Ihnen gezeigt habe, anhand der Nutzungsdaten, sage ich jetzt, ein Wandel hat noch nicht so tiefgreifend stattgefunden, wie ich es zumindest zu Vorbeginn der Befragung angenommen hätte. Und ja, auf jeden Fall ist das Thema aber sehr präsent bei den Studierenden und bei allen befragten Gruppen. Und Ableitungen, Positionen für die Hochschullehre der Zukunft. Ich habe eben gesagt, wir starten im Hier und Jetzt und ich denke, dass anhand der Daten sehr klar abgeleitet werden kann, dass wirklich vermehrt Aufklärungsarbeit geleistet werden sollten. Das war ja ein wesentlicher Aspekt, den ich Ihnen aus den Daten heraus gezeigt habe und was wirklich von allen befragten Gruppen auch bestätigt wurde, und kostenfreie Zugänge zu KI-Tools für Hochschulangehörige. Genau, und jetzt passend zum Motto des University Future Festivals, was wäre dann aus unserer Sicht, und das ist jetzt ganz losgelöst von der Studie, eine wünschenswerte Zukunft? Und ja, wir haben letztes Jahr am HFD Vision-Prozess teilgenommen. Deswegen haben wir jetzt mal ganz in diesem Stil wünschenswerte Zukünfte formuliert. Wie gesagt, es sind jetzt Visionen. Im Jahr 2035 ist der Einsatz von künstlicher Intelligenz in Studium und Lehre eine Selbstverständlichkeit. Im Jahr 2035 nutzen Studierende KI-gestützte Tools in der Funktion von Lerntutorinnen. Und Lehrende haben mehr Zeit für den Beziehungsaufbau mit ihren Studierenden, weil hoher Zeitaufwand für Verwaltungsarbeiten dank KI der Vergangenheit angehört. Und wir denken, KI kann dabei helfen, zwischen Fake und Realität zu unterscheiden. Und da binde ich wieder die Schleife zum Hier und Jetzt. Ich denke, das ist auch eine ganz wesentliche Aufgabe, eben die durchaus auch politischen Dimensionen im Hochschulkontext mit im Auge zu behalten. Und von daher haben wir auch eben einfach mal diese Zukunftsvision als Abschluss formuliert. Dann bedanke ich mich ganz herzlich und schließe ab mit dem Zitat: If we teach today's students as we taught yesterday's, we rob them of tomorrow. Herzlichen Dank. Super, ganz herzlichen Dank für diese spannenden Impulse. Klingt alles super aktuell und extrem spannend. Das regt sicher unsere Gäste zu Diskussionen an. Martina, was sagt der Chat? Ja, es gibt einige Fragen. Vorab nochmal zum Studiendesign, fragt Pierre Raffi. Waren daran nur Lehrende und Studierende öffentlicher Hochschulen beteiligt oder war das ganz offen? Nee, genau, also es waren die öffentlichen Hochschulen für angewandte Wissenschaften in Bayern. Mhm. Dann fragt er noch weiter, nochmal zur Wiederholung, in welchem Zeitrahmen genau die Umfrage durchgeführt worden? Sie hatten es gesagt am Anfang. Ja, genau, das war von November bis Januar letzten Jahres. Also Online-Befragung ist im Oktober gestartet, aber mit den leitfadengestützten Interviews waren wir dann im Januar fertig. Mhm. Das ist auch wichtig, das ist eine Momentaufnahme. Also wir können jetzt auf Basis dieser Daten keine weiteren Schlüsse ziehen. Das ist eben zu dem Zeitpunkt, haben die Personen, die wir erreicht haben, so beantwortet. Mhm. Vielleicht dazu gleich, hat mich die Franzi Giesler im Publikum gefragt, ist denn eine Wiederholung angedacht? Denn da tut sich ja unheimlich viel, wenn man bedenkt, es wurde gerade eine neue Version veröffentlicht. ChatGPT 4 ist ja nochmal was ganz anderes. Mhm. Denken Sie darüber nach? Wir denken momentan eher in die Richtung, dass wir auf Basis der Ergebnisse in Richtung Reflexionstool für Lehrende in eine Entwicklung gehen möchten. Also dass also Lehrende Leitfragen erhalten und angeregt werden, wie sie zum einen die Aufklärungsarbeit, die wir jetzt wirklich deutlich als Notwendigkeit abgeleitet haben, leisten können. Aber eben auch, wie sie es selber für die Lehre nutzen könnten.
Mhm. Vielen Dank. Dann gibt es hier noch eine Frage im Chat, warum Sie sich auf ChatGPT fokussiert haben und nicht andere, vielleicht auch kostenfreie Modelle wie Bing AI oder Ähnliches mit einbezogen haben. Doch, ist in der Studie enthalten. Wir haben es jetzt heute, weil es einfach auch, also ChatGPT doch dann schlussendlich das Tool, das am stärksten in aller Munde ist. Es ist schon Fokus der Studie, aber wir haben auch andere Large Language Modelle mit abgefragt. Ah ja, genau, das kann man. Da ist der Einsatz aber auch tatsächlich noch viel geringer. Mhm. Okay. Dann wird hier nochmal gebeten, noch einmal genau zu sagen, wo die Studie veröffentlicht ist, wo man sie nachlesen kann. Ich nehme an, auf Ihrer Webseite. Richtig, genau, fidel.education. Genau, da ist sie abrufbar. Oder auch gerne eine Mail schreiben von der Webseite aus, geht auch eine Mailadresse und dann schicken wir die Studie auch gerne zu, wenn man sie gerne lieber in gedruckter Form haben möchte. Ja, die ist sicher sehr umfangreich, insofern ist das vielleicht gar nicht so ganz verkehrt. Genau. Dann hier nochmal vom Herrn Rafi die Frage, gibt es einen Zusammenhang bezüglich der Aussagen von Studierenden und der von Lehrenden aus den gleichen Hochschulen? Konnten Sie da irgendwie was feststellen? Kannst du nochmal wiederholen? Ob es einen Zusammenhang der Aussagen gibt, wenn Studierende und Lehrenden an der gleichen Hochschule... Ah, okay, nein, das haben wir nicht betrachtet. Haben Sie nicht betrachtet, okay. So, dann muss ich hier mal... Genau, hier kam jetzt nochmal die Ergänzung zu dem, was Sie gerade gesagt haben, dass die anderen Tools ja weit weniger genutzt werden, kann man sich hier gar nicht vorstellen, wobei jetzt hier als KI-Tool DeepL zum Beispiel genannt ist, was ja dann wieder ein bisschen in eine andere Richtung geht, genau, haben Sie also aber nicht nachvollziehen können in der Studie. Ja, aber wir haben auf jeden Fall im Anhang eine lange Anlistung auch der im Einsatz befindlichen Tools. Ah ja, genau. Und hier war jetzt die Frage noch, warum es die Einengung auf die Large Language Models gab in der Studie. Gibt es da kurz eine Begründung? Das hat uns am meisten interessiert. Okay, das, kurze und aber gute Antwort. Genau, ja, das war es jetzt hier im Chat tatsächlich. Dann übergebe ich gerne wieder zurück an dich, Maxi. Vielen Dank. Super, an der Stelle bedanke ich mich nochmal ganz herzlich bei Ihnen, Frau Koss. Vielen Dank, dass Sie so kurzfristig eingesprungen sind und auch im Livestream ein herzliches Dankeschön für Ihre Teilnahme. Wir pausieren nun wieder für 15 Minuten.